Fell mit Aquarell mal anders malen. Mein Name ist Anneliese Klotz und in diesem Video zeige ich dir, wie du Fell mal anders malen kannst, also ohne zu stricheln. Auch als Anfänger kannst du mit dieser Malmethode überzeugendes, realistisches Fell aquarellieren. Alle Materialien sind in der Beschreibung unten aufgelistet. Ebenso in der Beschreibung findest du ein Inhaltsverzeichnis zu diesem Video. Durch das Anklicken des Zeitcodes kannst du direkt auf bestimmte Teile im Video springen. Wahlweise kannst du auch direkt im Video über die Timeline bestimmte Kapitel gezielt ansteuern. Für diese kurze Anleitung ist die linke Seite meines Aquarellskizzenbuchs nicht verleimt. Die rechte Seite wurde mit einer dünnen Schicht Gummiarabikum überzogen. Zum Gummiarabikum gibt es am Ende dieses Videos eine stichpunktartige Zusammenfassung bzw. Hinweise über die Eigenschaften von Gummiarabikum, was du alles damit machen kannst. Die Konsistenz meines Gummiarabikums ist vergleichbar mit der von flüssigem Honig, was mir für die Oberflächenverleimung zu dickflüssig ist. Also habe ich den Leim im Verhältnis 1 Teil Leim zu 2 Teilen Wasser verdünnt, mit dem Pinsel aufgetragen und trocknen lassen. Vielleicht hast du gemerkt, dass die rechte verleimte Seite mehr glänzt. Wie im Video Hundeporträt in Aquarell von der Skizze zum fertigen Porträt trage ich zuerst einfach nur Farbflächen auf, wo ich helles oder dunkleres oder rötlicheres Fell haben möchte. Damit du einen direkten Vergleich hast, wie sich die Farbe verhält, male ich gleichzeitig auf beiden Seiten. Gummiarabikum wirkt trocknungsverzögernd, was du im direkten Vergleich gut sehen kannst. Auf der rechten, verleimten Seite bleibt die Farbe länger nass. Jetzt siehst du, wie wenig Wasser noch im Pinsel ist, bevor ich anfange, Haare zu modellieren. Ich drücke das Wasser richtig raus. Der Pinsel fühlt sich nahezu trocken an, aber das täuscht. Die Restfeuchtigkeit in den Haaren reicht aus, um das Pigment anzulösen, wie du gleich sehen wirst. Jetzt ist deine Aufmerksamkeit gefragt. Beobachte genau, was ich mit dem Pinsel mache. Mal spreize ich ihn völlig auf, mal drücke ich ihn flach und spreize, dann gespreizt und gebogen. Probiere vorher auf einem Stück Restpapier aus, was dein Pinsel kann, welche Spuren er hinterlässt. Das hilft dir auch, ein Gefühl für diese Maltechnik zu bekommen. Und ganz, ganz wichtig, kontrolliere die Feuchtigkeit deines Pinsels und die deines Papiers. Beim Aquarell dreht sich alles ums Wasser. Wie nass ist das Papier? Wie viel Wasser ist im Pinsel? Bei trockenem oder nahezu trockenem Papier gilt also, oder kann man sagen, willst du viel Farbe abnehmen, nimm einen feuchten oder nassen Pinsel. Willst du wenig Farbe abnehmen bzw. feine Striche haben, nimm den fast trockenen Pinsel. Wenn du siehst, dass der Pinsel keine feinen Haare, sondern mehr Striche aufs Papier malt, ist entweder der Pinsel zu nass oder das Papier ist zu nass. Dann stoppen und diese Stelle trocknen lassen und an einem anderen Teil weiterarbeiten. Jetzt zu lange auf einer Stelle weiterarbeiten, nimmt dir erstens Farbe weg oder löst sie zu stark an und gibt zweitens, wenn du keine Farbe wegnimmst, Matsch, Farbmatsch. Übrigens vermale ich die Farbe auf dem Papier in diesem Video zu etwa 2/3 der Zeit lediglich mit Wasser. Also mal mit einem mehr und mal mit einem weniger feuchten Pinsel wird die Farbe vermalt oder auch mit dem Pinsel abgenommen. Erst zum Schluss setze ich Akzente mit dunklerer oder satterer Farbe. Bei dieser Demonstration habe ich am Ende noch ein paar feine Härchen mit Buntstift eingezeichnet und beide Teile mit einer Schicht verdünntem Gummiarabikum überzogen, quasi wie ein Schlussfirnis. Das dämpft das Weiß des Buntstifts ab. Der seidenmatte Glanz verleiht dem Aquarell etwas Tiefe.
So, was ist nun der Unterschied zwischen verleimter und nicht verleimter Seite beim Aquarellieren? Manches Papier saugt nach meinem Empfinden die Farbe zu schnell und zu stark ein. Einmal ins Papier eingezogene Farbe lässt sich entweder gar nicht mehr oder nicht mehr gut entfernen. Wenn du solche Papiere mit Gummi Arabicum vorab verleimst, lassen sich Farben später ganz leicht abnehmen, da das Pigment durch die Oberflächenverleimung nicht mehr direkt ins Papier einzieht. Auf der verleimten rechten Seite glitscht die Farbe allerdings mehr. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, es malt sich gefühlt zäher. Aber durch die Oberflächenverleimung entstehen feine, klar abgegrenzte Härchen. Bei nicht verleimtem Papier verschwimmen die Ränder mitunter mehr. Gummi Arabicum stoppt die Ausbreitung der Farbe, wodurch Strukturen klarer stehen bleiben. Welches Papier nehmen, wie vorbereiten? Haare und Fell male ich bevorzugt auf glattem Papier, weil sich hier Details klarer und schärfer darstellen lassen. Grundsätzlich rate ich vorab dazu, Farben und Papier zuerst zu testen. Das beugt Stress und Enttäuschungen beim Malen vor, weil du damit herausfindest, ob das Material für die Technik, in der du malen möchtest, geeignet ist. Teste am besten eine Vorauswahl an Farben auf einem Stückchen Papier aus. Dasselbe Papier, auf das du später das Aquarell malen willst, natürlich. So bekommst du ein Gefühl dafür, welche Farbe sich wie gut bzw. rückstandslos vom Papier entfernen lässt. Manche Pigmente sind da hartnäckiger als andere. Du siehst, ob die Farben eher deckend oder lasierend sind, ob sie granulieren und so weiter. Zudem kannst du ganz stressfrei deine Pinsel testen. Am Ende dieses Videos findest du eine Auswahl an Pinseln, die sich fürs Fellmalen gut eignen. Thank you.
kurz gefasst zu den Eigenschaften von Gummi Arabicum oder was du alles mit Gummi Arabicum machen kannst. Gummi Arabicum ist wasserlöslich und wird als Bindemittel in Aquarellfarben, Gouache oder ähnlichen Farben verwendet. Gummi Arabicum ist ein Kleber oder eine Gummierung, beispielsweise bei Briefmarken war die früher drauf, wird auch als Verdickungsmittel in Lebensmitteln eingesetzt und so weiter. Gummi Arabicum eignet sich zur Oberflächenverleimung von Papier. Man kann es als eine Art Zwischenfirnis einsetzen, es eignet sich als Trocknungsverzögerer, kann als Maskierflüssigkeit aufgetragen werden, verleiht den Farben einen feinen Glanz. Als Oberflächenverleimung aufgetragenes Gummi Arabicum bewirkt, dass sich aufgetragene, getrocknete Farbe bis aufs Weiß des Papiers ausradieren lässt, führt zu weniger Ausblutung oder Ausbreitung von Wassermarken oder Salzmarken und die Farbe fließt weniger stark, wird also zäher. Hat dir dieses Video gefallen? Dann gib mir bitte einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen willst, klicke einfach noch die Glocke neben dem Abo-Button, dann wirst du informiert, sobald ich etwas Neues hochlade. Dankeschön und bis demnächst.